Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom. Wir sind zurück hier bei Satisfactory. Wir spielen das Ganze im Multiplayer. Wir haben dabei den Sascha, Mario und den Carsten. Während des Twitch-Streams wird auch Sascha streamen. Besucht doch mal seinen Kanal und ich wünsche euch Hätte gern hier mehr hiermit Zeichen viel hier Spaß in irgendwie. der aktuellen Folge von Satisfactory. Kann man die eigentlich wieder löschen? Da. Ja. Oh. Ich wäre fast runtergefallen. Eine oder beide. Das heißt, hier können wir mal einen Eingang bauen. Ich baue hier mal einen Eingang hin. Ich wollte doch eigentlich doch den Mist hier wegschmeißen. So. Das. Mal das Futter. Das war das hier. Wie machst du denn das so schnell? Was? Ja, ich kann das halt. Nein, du kannst, ich glaube, 10 Stück auf Mal bauen. Jo. Ja. So. Dann fahren wir mal in die zweite Etage, in die erste Etage hoch, ne? Ja. Können wir da noch was Ähm, basteln? ich, ich baue mal eben den Eingang hier oben. Nein. 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 So. Sascha, Ja. du kannst auch Höhenunterschiede mit Förderliften überbrücken, nur so als Hinweis. Ja, ich weiß. Aber ich habe jetzt hier einfach die Tür aufgemacht. Und dann läuft das einfach hier rein. Wobei, ich habe da noch eine Idee. Wenn ich hier eine flache Wand hinsetze, dann fällt man da nicht so leicht raus. Ups, ist runterfallen, bitte. So ist doch nicht schlecht, so fährt das hier mal rein. Naja, später, wenn ihr da mal den aus dem Schredder aufgestellt habt, dann könnt ihr ja mit den Fixit-Coupons auch Wanddurchführungen kaufen. Ich Ist das weiß. auch? Ja, ich weiß. Muss da auch noch Strom dran an den? Ja, klar. Ah ja. Hast du Stufe 1 oder Stufe 2 meiner? Stufe 1. Okay. Ah. Für Stufe 2 Für hatte ich Stufe nicht 2 genug. brauchst du Stahlbetonträger. Hatte ich nicht Ja, genug davon haben wir noch nicht so Material. viele. Ach du lieber Himmel. Hat ja noch keiner gebaut. Wo ist denn Hast du jetzt dich wieder verlaufen? der Hast du dich Abgang? verlaufen? Ja. Wo bist du Hier denn? geht's hoch. Ah, nee, hier geht's auch Ach, runter. hier geht's runter. Ja, es sind Zum inzwischen Glück drei seid ihr euch Etagen. ja einig, hä? Es sind drei Etagen. Meine Werkbank wieder finden, ist gar nicht so einfach. Brauchst du jetzt ein Hochhaus oder wie? Ich sag mal so, hier ist eine größere Fläche entstanden. Ich weiß, du hast es so mit großer. Ja, großes Deine Welt. Und hier könnte ich ja noch Na? größer bauen jetzt. Kommt. Ich habe mal einen Eisentower gebaut. Warte mal, das sind wie viele Ab. Ebenen? 4 oder 5 Ebenen? Oh, Blitz, Also das sag mal, ist geschmolzen. ja, ich bin schwer dafür, dass du hier mal bitte irgendwo so ein Ding hinstellst, wo ich das Biozeug reinschmeißen kann. Mach doch einen Container. Mach eine Kiste, schmeiß da rein, ich nehme es gleich mit. Ich muss sowieso zurück. Hä? Hä? Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World Sam visitors R. are Was also hast du to do their part and Kohle? harvest alien artifacts.
irgendwas? Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Geh weg! Das brauchen wir ja alles nicht. Wir brauchen das Holz nicht. Wir brauchen die Pfeffer nicht. Ja, ich von hinten auch noch gleich. Biomasse herstellen. Ach, ja, das fliegen die so. Häng ich jetzt gleich alles rüber. Ach so. Oh nein, diese blöden Viecher wieder. Oh, Mist! Kurz vor Tod! Ich weiß, du kannst per Doppelklick das einlagern, ne? Bitte? Per Doppelklick kannst du das einlagern. Ah. Aha, ja. Ja, kann ich. Carsten, wenn du bei Doppelklick STRG gedrückt hältst, dann lagerst du alles auf einmal weg. Ja. Ja, kann ich aber nicht, weil ich habe ja noch ganz andere Sachen da drin. Nee, dann. Ja, nur das, was du anklickst. Mehr Ware. Ja. Okay. Hat er verstanden. War alles? Ja. Gut, dann verschwinde ich mal eben hier. Hier in der ersten Kiste ist auch noch was drin, ne? Wo? Ach da. Oh. Was ist das da oben oder wie? Das kann auch da oben sein. Das ist da oben. Das bist ganz bestimmt da oben, ja. Dann kommt der Rampenbau wieder zum Eingang. Was hast du jetzt mit dem Kupfer gemacht? Hm? komm, wie hieß das? Was muss ich herstellen für die Waffe? Diese Bolzen-Dinge meinst du, wie? Ja. Fortnite, best grüßen. Diese sieht aus wie so eine Bohrkiste. Ja. Sascha, hast du noch Eisenstangen? Ja. Kann ich die haben, bitte? Du kannst auch ganz viele Eisenstangen haben. Ja, habt ihr mal in die mittlere Kiste ein bisschen was reingepackt? Ja. So, ich nehme mal das alles. Die ganze Biomasse und sowas mit. Gewonnen! Ups, nicht so weit. Oh nein, no, da ist wieder was. Ah, geh weg! Das sind wieder ungebetene Gäste. Ja, ich bin der ungebetene Gast vermutlich. Achso. In seinem Wohnzimmer. Okay, der ist gerade runtergedroppt. Ich muss hier mal ein bisschen Sichtfläche schaffen. Ja, ich hab's auch gewusst, ich höre doch noch was. Was ist denn hier noch? Au! Au! Was haben wir denn da? Hi! Ey, ja. Was ist das? Also. Wir haben hier reines Eisenerz und reines 120 die Minute. Zweimal. Ich weiß, was ich vergessen habe. Verdammt! Ah, guck mal, vielleicht kriegen wir das auch anders geschafft. Die Bolzen, wo stelle ich die her? An der Werkbank? Was willst du herstellen? Ausrüstungswerkstatt. Ja, dachte ich jetzt eben auch gleich. Ausrüstungswerkstatt, ist das hier? Ausrüstungswerkstatt. Okay. Ah, hier. Da. Boah, schwindelig. Ups. 23 Uhr, okay. 23 Uhr, es ist schon wieder so weit. Ja. Die Zeit läuft einfach zu schnell hier. Zeit läuft einfach immer viel zu schnell.
So, da kommt Holz rein. Nee, Biomasse kommt da nicht rein. Das wird immer spannend. Wie kriegen wir das hin? Biomasse. Hier fehlen die Eisenplatten. Gibt es Eisenplatten? Nein. Na? Die drei. Na, komm, setz. Sehr schön. Ja, ich hole mir Eisenplatten. Kann ich das irgendwie? Ich weiß, es ist zu lang. Ah ne, es geht nicht, hä? Nee, viel zu wenig Eisenplatten. Nee, ich meine, dass ich das hochrechnen könnte, wie viele Platten ich dazu brauche. Ach so, ja. Ach ja, doch, das geht. Das geht. Höher setzen. Ein Klick zum Fixieren, dann die Maus verschieben, zum Hoch runterstellen und der zweite Klick zum Bauen. Ja. Oh, hier gibt es ganz lustige Dinge. Die Förderbänder hast du bis jetzt noch nicht in der Höhe geändert, ne? Das hast du noch nie gemacht, Tom, ne? Nee. Nee, hat er noch nicht. Ja, das kannst du mit den Wasserrohren und mit den Förderbändern auf jeden Fall so machen. Reicht, dann wollen wir natürlich gleich hier direkt daneben bleiben. Ganz kurz weg. Jo. 330 Eisenplatten. Ja. Die müssen dann unten sein. Nehmen wir gleich noch mal ein paar Stangen mit. Und ein bisschen Beton. Ja. So, ich nehme da mal gleich Hund. Ich nehme mal ein bisschen mehr. Was haben wir gesagt? Noch Beton. Das ist irgendwo da hinten. Das ist von da nach da, nach da drüben. So. Und was war es noch? Stangen, glaube ich, meinte ich. Ja. Müssten wir oben noch ein bisschen was haben. Wir können auch hier unten was nehmen. Wo haben wir denn hier Stangen? Arteriumerb habe ich. Das ist keine Stangen. Ich glaube, wir haben gar keine Stangen, hä? Wird ja alles umgebaut. Zum Glück haben wir hier Stangen gebaut. Wieder da. Baby. Okay. So. Ja, guck, wie viele schon drin sind. Einige. Ja, und das läuft alles so nebenher, während ihr was anderes macht. Tom? Ja? Wenn man die erschießt mit der Pistole, da kannst du nichts einsammeln. Okay. Doch, kannst du. Ist dabei, ich, ja. Es fliegt nur manchmal woanders hin. Muss immer ein bisschen im Umkreis gucken. Du schießt die Innereien raus. Du bist makaber, aber... Nein, Kinder, das passiert nicht. Ganz böser Scherz. Na, was schlechtes zu Mittag gehabt, wa? Ja. So lang. Ein bisschen leer. Also
Also ich versuch's jetzt nochmal, Tom. Ja. Ich habe Katerium-Erz gefunden. Sehr schön. Falls du sowas brauchen solltest. Oh nein, mache ich jetzt. Im Moment gerade nicht. Also wie kann man das Ganze in der Höhe verschieben? Ah, okay, alles klar. Hast rausgefunden. Yes. Schlaues Kind. Na? Ja. Ich. Unautorisierte Feindseligkeit. Wo denn? Ach hier. So optimal, wenn es gleich hier durchgehen würde. Directly way. Ah, zu lang. Und schon ewig. Na. Oben ist jetzt eine Rohrproduktion, oder? Oder Eisenstangen. So. Was macht mit Eisenstangen? Werden jetzt hier oben irgendwo produziert, ne? Ja. Ja, richtig, oben auf der Plattform drauf. Ja. Müssen gerade mal gucken, dass ich die ganze Biomasse irgendwie loswerde. So. Ja, schmeiß in den Container. Ja, ich schmeiß in die Produktion. Drücke RMB. Okay. Oh, Carsten ist tot. Hä? Was macht denn der Carsten? Sterben. Unautorisierte Feindseligkeiten. Bist wieder am Tierchen kuscheln? Gut, ich bleib da mal gleich hier. Meine Kiste kann ich mir ja dann später suchen. Hast du dich erwischen lassen? Also nächste Woche. Geh weg. Geh weg. Ich glaube nicht, dass ich das lohnt, jetzt nochmal loszulaufen, ne? Mach doch mal noch. Mach doch. Ja, nein, ich klemme gleich ab. Also, nee, ich. Also, ich möchte eigentlich das noch kurz fertig bauen, das ist das Ziel eigentlich für heute noch. Wo bist du denn überhaupt? Da hinten. Da ist wer? Da in. Zickzack? Nein. Nee, schickt nicht. Wo ist. So, in die Richtung möchte ich, ja. Was ist das hier für eine Konstruktion? Was wird denn hier gebaut? Ach, Quarz. Okay. Okay. Sehr schön. Wo muss ich eigentlich jetzt lang? Ich glaube in die Richtung, ja? Einfach erstmal Richtung Weltraumlift. Den sieht man ja Gott sei Dank von überall. Echt? Nee. Den siehst du überall auf der Map. Was sind das hier? Achso. Was dann? Ich bin gewundert, wo das ist ein Miner, der hier läuft. Habe ich mir noch nicht aus der Nähe von hinten betrachtet. Ja, da kam irgendwie so ein Fahrstuhl gefahren. Ein Fahrstuhl. Ja, der setzt die Rohre ein. Ja. Das Bohrgestänge. Also ich muss sagen, den... wie heißt das Zeug hier? Fester Biotreibstoff, davon haben wir mehr als genug. Ich glaube auch, ja. So, das heißt, ich gehe jetzt mit dem. So. Mal parkiert hier, so. Das heißt, dann muss ich jetzt. Strom. Hinten bekommen. Das wird jetzt auch lustig.
Schön am Förderband entlang. Hier läuft ein Stromkabel durch den Fußboden. Ja, ich hab's auch gesehen, sieht ein bisschen hässlich aus. Mehrere sogar. Sind sowieso weggerissen. Was, die Stromkabel? Ja. Es wird alles umgebaut. Ja. Deswegen habe ich hier diese kleine Plattform schon mal hingesetzt. Tust du gut daran. Ja. Hast du die andere Plattform schon gesehen, wie die aussieht? Nee. Noch nicht so richtig, aber würde ich später noch sehen. Die sind, also das sind immer zwei große Wände übereinander und eine neue Plattform drauf. Ach ja, genau, jetzt bist du natürlich auch am Spiel, ne? Klar. Sascha, sage ich dir ganz ehrlich, das wird ein bisschen knapp nachher mit den Konstruktoren. Ja, die gehen, aber da gucken dann die komischen grünen Zippel hier raus. Zippel? Richtig, und die verhindern, dass du was oben drüber stellen kannst. Ah, okay. Dann muss ich wohl nochmal umbauen. Auf drei Etagen. Mach mal drei Wände. Ja. Okay. Also nochmal alles neu. Naja, alles nicht. Die erste Etage kannst du ja lassen. Ja, da stehen ja die Kraftwerke auch drauf. Dann muss ich aber zwei Etagen nochmal neu bauen. Ja, passt ja Übung. Ja. Irgendwas muss man ja hinkriegen nebenbei. Jo. Ach nö. Ach was? Ah. Hä? Alles gut, alles gut. Ich dachte, ich hätte kein Material mehr. Wo bist du eigentlich? Da unten ganz okay. Es wird Kohle in unser Lager gebracht. Der komische Elefant mit dem ohne Rüssel. Die Animation von dem Miner ist auch sehr schön. Mhm. Und du kannst dich jetzt auf Förderband stellen, kannst ganz gemütlich in der Basis fahren. Aber das geht doch durch den hässlichen Nebel. Ah. Unreines. Das ist ja unreines Eisenerz. Warum hast du nicht das reine Eisenerz genommen? Welches? Wo ist das? Auf der anderen Seite von der Basis. Ja, dann. Da sind zwei reine Eisenerzvorkommen. Eisen. Für die erste Produktion von Stangen und Schrauben reicht das völlig aus. Normal. Besetzt. Wo hast du das reine Eisen gesehen? Auf der anderen Seite von unserer Basis. Auf der linken Seite meinst du? Okay. Oder in der westlichen... Ich gehe das mal eben markieren. Im Nordwesten. Ja, Nordwesten. Also ich fahre jetzt mal gemütlich zurück. Markiere die mal eben. Wenn du zu dem grünen Nebel kommst, einfach übers Förderband rennen. Ja. Passiert nicht viel. Also das Förderband werden wir natürlich irgendwann noch upgraden. Ja, da geht's noch bis MK5. Bis MK5? Wieder so. Ja. War doch hier das Eisenerz. Was jetzt mit MK1 hast du 60 Einheiten pro Minute. MK2 macht 120, MK3 macht 240. MK4 macht 480 und MK5 macht 720. Also dann fliegt es ja über das Förderband da. Das kannst du sehen. Wie macht man das schon mit 3 und 3 und E, ja? Da brauchst du aber verstärkte Eisenplatten für. Ja, das weiß ich ja. Ich hätte ein bisschen was hätte ich. Das bringt aber nicht viel, wenn das nicht komplett machen kannst. Klar. Also 28 Stück brauchst du für ein Teilstück, ja? Ja. Was ist das hier? Und von den Teilstücken habe ich etwa 5, 6. 10? 1, 2,
3, 4, 5, 6. Na gut, das ist ein weniger. Tom, ich habe das reine Erz markiert auf der Karte. Sehr schön. So, ich komme mit dem... wo ist die Kohle? Hallo? So. Ich will mich doch verarschen. Ja. Ich wollte sagen, ich komme mit der Kohle in unser Lager. Hallo? Was macht das jetzt? Das ist wieder da hinten. Warum? Na, lass mal, das kommt. Das ist, weil du jetzt noch den Baumodus hast. Okay. Also, wo waren wir? Bei 8 oder so, glaube ich, oder? 8 Teilstücke? Nein, sowas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meine ich, ja. Ich glaube, das tut jetzt ein Aua. Ja, jetzt rennen. Ja, ich gucke jetzt mal, vielleicht geht's gleich trotzdem. Nein, ich glaube nicht. Nee, das haut nicht hin. Wie, hast du das mitten durch das Gewicht gebaut? Ja. Nee, macht tatsächlich nichts. Oh, Glück. Mhm. Ja. Okay. Au. Au. Ah, aber der da oben tut weh. So. Der weiter weg ist, der tut weh, der andere nicht. So, und das heißt jetzt dann brauchen wir die Gießerei, hä? Denke ich mal. Ja, die macht automatisch Stahlbarren. Also Kohle und Eisenbarren. Genau. So. Jetzt gehen wir noch kurz gucken, dass das kommt. Okay, es hat eine Weile bis... bis es da vorne ist, ja? Ist halt die Frage, wollen wir hier... Upsala. Hier noch einen Splitter reinmachen? Das dann noch reicht mit dem, was rauskommt. Ja, gut. Nee, das wird zu eng. Das wird dann zu wenig. Ich würde das so laufen lassen. Ich würde eine neue Produktion setzen. Das heißt, dann müssten wir irgendwo noch ein Erzvorkommen haben. Hm? Ja, haben wir doch auf der anderen Seite. Ja, der anderen Seite. Ich komme jetzt mit der Kohle von hierher. Ja, dann zieh sie rüber. Ich mach's unter der Plattform, dann ist Sascha wieder schuld. Ja, du kannst es, theoretisch kannst du wirklich sagen, unten drunter kannst du dann die Förderbänder auf die andere Seite ziehen. Genau. Oder man macht eine Zwischenetage für Förderbänder. Die Förderbänder. Okay, das ist unrein, hä? Macht wie keinen Sinn hier. Siehst du die auf der Karte, die meine markierte Stelle? Mit was hast du sie markiert? Ja, genau die. Die? Ja. Okay, ja. Nordenseite. Aber da kannst du theoretisch auch andersrum. Ja, da kann man so eigentlich reinkommen. Würde auch ja gehen. Na, wo bleibt die Kohle? Die kommt noch. Ich glaube, das dauert noch, ja? Aber da kommt sie schon. Ah? Nein. Da kommt sie, da kommt sie. Das Opel, vielen Dank für dein Follow, Dankeschön. So, also wir haben Kohle im Lager, ne? Noch nicht ganz, aber beinahe. Also das nächste Mal, wenn wir hier das Eisen da ist. Ja, also bis dann ist Kohle so, fällt es da vom Förderband. Ja,
auf jeden Fall. Sollte ich jetzt hier ein Lager hinstellen? Ach was. Nicht da? Brauchst du nicht. Okay. Ja gut. Kohle ist ein Verbrauchsmaterial, das lagert man nicht. Ach so, gut. Also grundsätzlich könnte ich ja hier die Gießerei schon mal setzen. Na, geh mal weg, Dicker. Könntest du machen. Alexa, Esszimmer. So, auf was richtet das sich jetzt aus? Das werden halt irgendwie so. Bis Eisen bräuchten wir dann sowieso die Schmelzerei vorher noch. Nein, fügst du direkt rein. Ah, gleich mit Erz? Gleich mit Erz rein. Okay, dann. Dann kommen Stahlwaren raus. Sehr schön. Dann machen wir das gleich. Das war zu weit. Würde ich sagen, machen wir das etwa so, ja? Da könnte man von da oben mit dem Eisen noch reinkommen. Sehr schön. Oh, das sieht ein bisschen komisch aus, dass so. Lesen Sie am rechten an. Da hast du mehr Platz. Am rechten? Ja, rechter Eingang. Wieso am rechten? Da kommt doch dann das Eisen rein. Kannst du auch links reinpacken. Ja, aber das Eisen kommt eher von der das Seite. Das Eisen kommt ja von da oben. Das macht eigentlich schon Sinn, dass das Eisen rechts kommt, ja. Gut, aber ich würde sagen, wie heute wär's das mal gewesen, hä? Ja, haben wieder viel geschafft. Ich denke auch, ja. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was ihr alles an Plattformen noch mehr gebaut habt. Das brauchst du nochmal schnell Rundblick. Mal wieder umgebaut. So, dann machen wir noch ein Foto. Dass die Kohle kommt. Die Kohle kommt! Ja, aber die. Hauptsache die Kohle ist da! Auf Fotomodus kann man nicht fliegen, hä? Das wäre natürlich noch nice gewesen. Nee, das kannst du nur mit Mod. Aha. Ich sehe mich schon modden hier. Jo, Willst mal gucken, wie das funktioniert? Ja, wo ist er denn? Ah, da ist er. Gut, aber gucken wir mal, wer ist denn alles noch online? Gibt's doch noch einen Streamer, der Satisfactory streamt, möglicherweise? Der lohnenswert wäre. Kann doch noch Satisfactory suchen. So. Vielleicht sehen wir denjenigen, der mal bei uns war. Aber ich glaube nein. Was sind 6 Kanäle, die auf Deutsch streamen? Okay. 6. Mhm. Inklusive uns oder ja. Ohne uns? Es ist gesortiert nach Deutsch oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, ist nicht nach Deutsch sortiert. Kann man das irgendwie sortieren? Sortieren nach. Nee, sehe ich jetzt aktuell gerade keinen. Ich hätte gerne einen Raid zurückgegeben, aber der scheint aktuell nicht online zu sein. Darum würde ich sagen, belassen wir es so. Wir hatten hier eine schöne Zeit. Ja. Wir werden den Montag sicher vermissen. Eine Woche lang, dass es hier weitergeht. Ich wollte gerade sagen, ist nächste Woche was anderes? Nein, nächste Woche ist genau das Gleiche. Ja. Aber dafür noch andere Streams, die Woche stattfinden. LS, Modding und bei Sascha weiß ich gar nicht, was er sonst noch streamt die Woche.
Oh, diese Woche könnte das eng werden, dadurch, dass ich Samstag nicht da bin. Muss ich nochmal gucken, vielleicht mache ich irgendwo einen spontanen Stream noch irgendwo rein. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schönen Abend, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Von mir. Tschüss, bye bye. Und von euch. Ihr dürft auch Tschüss sagen. Ja, tschüss. Sascha sagt nichts mehr. Tschüss. Er verabschiedet sich von seinem Stream. Ja, vermutlich, ja. Gut, dann würde ich sagen, gute Nacht. Wir sehen uns die Tage. Bis dann. Tschüss.